der Vorteil ist der, dass ich halt auch kleinere Anbieter, Leistungsanbieter einbinden kann in diese Erlebniswelt für den Gast. Und am Ende des Tages, glaube ich, ist das wirklich eine Win-Win-Situation, sowohl für die Destination wie auch für den Gast. Davide Savoldelli, Geschäftsführer von der Wilken AG. Wir möchten einige Fragen stellen zum Thema Datenmanagement und zum Beispiel Smartcard-Lösungen. Das sind ja die Themen, die jetzt im Tourismus präsent sind. Big Data, Open Data, das sind so Buzzwords, die immer wieder fallen. Wie beurteilst du die Bedeutung von diesen Daten und wie können gerade kleinere Unternehmen mit diesen Daten umgehen? Wie können sie die erfassen und idealerweise auch effizient dann verwerten? Ich glaube, die Bedeutung ist sehr groß. Ich glaube, das liegt auf der Hand. Je mehr ich über meinen Gast, über meinen Kunden weiß, desto eher kann ich ihn bedienen, besser bedienen. Und das hat nichts zu tun, ob ein Unternehmen groß oder klein ist. Was wir sehen in unserem täglichen Geschäft ist, man ist als Unternehmen, entweder hat man entschieden, man möchte das tun, die Kunden kennenzulernen, oder man möchte es nicht. Das ist eigentlich eine strategische Frage jedes Unternehmens, was sich jedes Unternehmen selber stellen muss. Viele Unternehmen erfassen ja schon Kundendaten auch auf eigene Faust. Wie wichtig ist es in diesem Zusammenhang, also richtige Kundenprofile zu bilden mit vielfältigen Daten? Wie kommt man in erster Linie auch an diese Daten ran von den Kunden? Möglichkeiten gibt es sehr viele. Man ist ja sehr oft in Kontakt mit dem Kunden oder mit dem Gast, entweder persönlich oder heute halt vor allem digital. Da gibt es heute sehr einfache Möglichkeiten, auch diese digitale Kommunikation zu nutzen, um herauszuspüren, zu sehen, was braucht der Kunde, was verlangt der Kunde, was möchte der Kunde, und diese Informationen dann entsprechend in einer Datenbank zu speichern. Auch da ist es eine strategische Frage. Möchte ich diesen Invest tun? Einerseits brauche ich da ein bisschen Technologie, auf der anderen Seite ist es auch ein Zeitaspekt. Man kennt das ja aus der Zeit der klassischen CRMs. Ich kann zwar eine CRM-Lösung implementieren, aber ich muss am Ende des Tages diese Daten pflegen. Und das ist ein zeitlicher Aufwand. Und auch hier muss ich mir strategisch die Frage stellen, möchte ich das als Unternehmen tun, ja oder nein? Wie kann der Weg dazu führen, also eines kleineren Unternehmens, was vielleicht gar nicht so zwangsläufig die Kapazitäten hat, wie kann man die vielleicht schaffen oder welche Ansätze gibt es da, mit umzugehen? Also zum einen brauche ich halt eine technische Basis, eine technologische Basis, wo ich diese Daten entsprechend einspeisen kann. Und dann ist es aus unserer Sicht immer eine Top-Down-Thematik. Also da muss die Geschäftsleitung, die Geschäftsführung muss im Unternehmen diese Vorgabe machen, dass man eben mit der Einführung eines CRM-Systems diese Daten pflegen und verwalten möchte und mit diesen Daten täglich arbeiten möchte. Das geht nur so, das muss eine Art Philosophie sein, wie man im Unternehmen umgeht mit Adressdaten, sonst wird es relativ schwierig. Eine letzte Frage noch. Eine gute Lösung, um verschiedenste Leistungsträger, auch kleinere Leistungsträger aus dem Freizeitbereich oder auch aus dem Hotelbereich, Gastronomie, einzubinden, sind Smartcard-Lösungen. Wie können die für verschiedene Parteien interessant sein? Welche Vorteile kann das bringen, sowohl für den Gast als auch für die Unternehmen? Also in unserem konkreten Fall sprechen wir von einer Smartcard-Lösung, die chipbasiert ist. Das heißt, ich habe grundsätzlich die Möglichkeit, verschiedenste Angebote, die es in der Destination gibt, auf diese Karte zu laden. Die kann der Kunde vor Anreise bereits schon buchen oder während seines Aufenthaltes. Und das gibt ihm die Möglichkeit, sich relativ einfach in der Destination zu bewegen, diese Leistungen zu nutzen. Und der Vorteil ist der, dass ich halt auch kleinere Anbieter, Leistungsanbieter, einbinden kann in diese Erlebniswelt für den Gast. Und am Ende des Tages, glaube ich, ist das wirklich eine Win-Win-Situation, sowohl für die Destination wie auch für den Gast.